sag Bescheid. Ey, ich will nicht wissen, was die noch mit rosa Kaninchen währenddessen machen. Hier ist der beste Aussichtspunkt. Von hier aus kann ich auf meine Feinde niederfahren, bevor sie schreien können. Hm. Die Aussicht ist auch nicht schlecht. Deine Frau ist wunderbar. Zumindest die meiste Zeit. Sie würde nicht wollen, dass du sie so nennst. Wunderbar? Meine Frau. Liebe! Und? Wie kommst du so mit Ares zurecht? Sehr gut. Das ist doch schön. Ich kenne keinen besseren Gott. Dieser Ares. Ich habe einen ausfahrbaren Speer für ihn entworfen, der sich einfährt, wenn er versucht, jemanden aufzuspießen. Der wird Augen machen, wenn sie ihm die Klinge in den Magen stoßen. Wie bitte? Oh, habe ich das laut gesagt? Also, du und Ares. Ja, ich fasse immer noch nicht, dass Typhon so viel Gott in ein Huhn bekommen hat. Er fesselte mich mit seinen Kriegsgeschichten bis spät in die Nacht. Unsere Herzen schlugen im gleichen Takt. Er ist auch ein Geschichtenerzähler? Ja, wohl eher ein Schauspieler. Er fesselte mich wieder und wieder. Und wenn er dachte, er könnte mich nicht noch mehr begeistern, brachte ich ihn dennoch dazu. Ah, okay. Und dann wieder. Schon klar. Es ist alles so wild. Ja, ich glaube, die meinte fesseln wörtlich. Phoenix, mein Herz. Du hast also endlich meinen Mann Hephaistos getroffen. Behalt das für dich. Aber mir gefällt besser, was Typhon aus ihm rausgeholt hat. Ja, er wurde vom Gott zum Trendsetter. Ein Hauch von mondänem Industrial-Stil. Wie bitte mondän Industrial... was? Warte einfach ein paar Jahrtausende. Das wird ganz groß. Und alle werden mitmachen. Du wirst perfekt dazu passen. In ein paar Jahrtausenden bin ich gar nicht mehr am Leben. Seht uns an. Wieder vereint. Eine große, glückliche Familie. Das kann ja heiter werden. Wenn es hilft, mein Bruder kann auch manchmal sehr anstrengend sein. Wirklich? Denn meiner ist der Gott des freudigen Gemetzels. Aber, ihr beiden, das ist doch kein Wettbewerb. Alles ist ein Wettbewerb. Okay. Hephaistos war so ein kleiner Metallroboter, so wie aus Zauberer von Oz. So die Metalldose. Okay. Gut. Jetzt, wo wir alle hier sind, legen wir los. Wir müssen mit Bedacht gegen Typhon vorgehen. Mit Bedacht? Wir schärfen unsere Klingen, stürmen seine Grotte und entreißen ihm seine Männlichkeit. Oh, Baby. Ich stehe neben dir. Ich ertrage deine Ausbrüche nicht mehr. Ich erwarte ein Kind von Ares und du kannst uns nicht aufhalten. Warte nur, bis ich meiner Therapeutin davon erzähle. Sie wird mir recht geben, das kannst du mir glauben. Natürlich wird sie das. Sie ist dein Echo. Sie wiederholt einfach nur, was du sagst. Wenigstens hört mein Echo mir zu. Das kann doch nicht wahr sein. Was würde Zeus von all dem halten, was du uns eingebrockt hast, Ares? Jetzt war ich es. Du hast es nur auf Ares abgesehen, weil er im Vergleich zu dir ab und zu auch mal seinen Helm ablegt. Das erklärt auch den Hirnschaden. Ja, öffne dich für die dunkle Seite, Athena. Ich spüre ein Gedicht aufsteigen. Du bist gruselig, Hephaistos. Nur ich darf so mit meinem Mann reden. Du blutleere Harpyre! Ah, jetzt stehst du auf der Seite des Schmieds? Es reicht! Ich bin hier, Olympia, und ich habe einen Plan.
Ligyron! Was denn? Dachtest du, du wärst mich wieder los? Keine Chance. Hephaistos, wenn du es einem Sterblichen gestattest, mische ich mich kurz ein. Du hast Ketten geschmiedet, die groß genug für Typhon sind. Und sie sind oben auf Zeus Berg, habe ich recht? Ja, hast du. Aber Typhon... Ich kann mich dorthin schleichen, ohne dass Typhon etwas merkt und sich stehlen. Die Ketten werden ihn nicht halten. Er wird sich befreien. Ich brauche nur einen Tropfen Blut von jedem von euch. Das vermenge ich mit dem Nektar des Olymps und bestreiche die Ketten damit. Problem gelöst. Stimmt. Das könnte klappen. Also bitte, streckt eure Hände aus. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Er ist wirklich gut. Ich kann euch nicht genug danken. Ich komme wieder, sobald es vollbracht ist. Was ist mit mir? Ich dachte, du nimmst mich mit auf den Berg. Es ist noch gefährlicher geworden da draußen. Weißt du, wie schuldig ich mich fühlen würde, wenn dir etwas zustößt? Mir passiert nichts. Du hast gesagt, wir machen das zusammen. Streiten wir nicht, Schwesterherz. Bleib hier. Sammle Waffen, falls ich scheitere. Doch ich werde nicht scheitern. Ja, ist ein merkwürdiger Typ. Das war dein Bruder? Ja. Dieses forsche Lächeln. Diese Bestimmtheit. Die Art, wie er wusste, wo meine Ketten sind. Ich weiß, ich weiß. Ich hasse ihn. Unausstehlich. Ist er das? Wie hast du ihn so lange ertragen? Er ist so nervig. Und so eingebildet. Wenn ich herablassend behandelt werden will, besuche ich unseren Vater. Hey! Ehrlich, das wirst du dir von ihm doch nicht gefallen lassen, oder? Doch, er wird die Prophezeiung erfüllen. Keine Sorge. Wo ist die Eifersucht, die ich in meiner Festung sah? Du willst diesen Ruhm? Hol ihn dir! Glaubst du wirklich, die Prophezeiung handelt nicht von dir? Wo ist die sture Phönix, die mich wachgerüttelt hat? Was ist mit deinem Stolz? Denk an dich selbst. Du musst nicht nett sein. Konfliktvermeidung bringt gar nichts. Schmerz macht dich stärker. Ich weiß sicher, dass die Prophezeiung von dir handelt. Einen Großteil hast du schon erfüllt. Also, was willst du? Eine Heldin sein. Dann weißt du auch, was du zu tun hast. Ich muss den Gipfel vor Ligyron erreichen. Ganz recht. Und wir werden dir helfen. Ich verschaffe dir einen Vorsprung, indem ich einen Sturm heraufbeschwöre, der den Weg zum Berg vom Eis befreit. Seit wann kannst du denn sowas? Seit mir Zeus einen Sturm geliehen hat, damit ich nach Troja die griechische Flotte zerstören konnte. Ich bin sein Liebling. Ha, für mich gab's immer nur leere Versprechungen. Immerhin wurdest du nicht von einem Berg geworfen. Das hältst du für schlimm? Ich musste dich heiraten. Keiner von euch will sein Liebling sein, glaubt mir. Zeus versucht nur wieder gut zu machen, dass er meine Mutter ermordet hat. Sie haben recht. Ich bin ein furchtbarer Vater. Endlich! Endlich hast du es eingesehen! Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Uiuiuiuiui. Das war alles sehr wild gerade, diese Gespräche zwischen all den... Die Königin der... Das ist noch eine Quest für Athena hier unten. Hat man Prometheus und Zeus gesehen? Ganz am Anfang hat man sie gesehen und seitdem erzählen sie einfach nur die Geschichte.
Ja, da wo Prometheus festgekettet ist und täglich seine Leber von dem Raben oder von Vögeln gefressen wird. Quasi Prometheus erzählt halt die Geschichte Zeus, die hier gerade passiert. Okay, ich habe zwar keine Damage-Tränke, aber wir fliegen da trotzdem rüber. Du meinst den Spaß, den Prometheus jeden Tag hat? Ja, genau den. Aber da drüben kriegen wir anscheinend noch eine Rüstung. Plötzlich kühler geworden. Plötzlich schoss Ozomene, Schrecken der Inseln, Geißel des Himmels, Entführerin der Nike herab. Die hat einfach Schuhe geklaut. Damit war Ozomene besiegt. Und auch wenn Phoenix es nicht hören konnte, seufzte Nike erleichtert auf. Okay.
mega cool in Blau. Und da habe ich noch irgendein komisches Fragment bekommen. Ist das jetzt, was wir Athena bringen müssen? Wir hätten ja auch, sobald du die 4 Teile von mächtigen Monstern erbeutet hast, kannst du aus ihren hervorragende Rüstung fertigen. Schließe alle Eliminierungshelden auf Prüfung von Hermes Übersicht ab, um neue Rüstung zusammensetzen zu können. Ja, weil der Bruder ist ja eher so ein Heldentyp. Hinten war ja noch die Insel mit Dingsbums. Mit dem... mit der anderen Lady. Der haben wir ja keinen Schaden gemacht. Die hat sich aber auch nicht gewehrt. Die Gorgone. Medusa. Wie viele deiner Erinnerungen hat Phoenix wiederhergestellt? Alle. Wirklich alle? Alle? Alle. Nun, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Da fangen wir von vorn an. Soll das ein Scherz sein? Oh, sicher. Sollen nur alle über den lahmen Gott lachen. Ich habe es nicht so mit Entschuldigungen. Oft haben sie weder Hand noch Fuß. Wirklich? Wie viele Fußbrüche hast du noch auf Lager? Schlimmer ist wohl nur, dass ich Zenon zitieren wollte, der sagte, lieber mit den Füßen stolpern. Als mit der Zunge. Nicht sehr lustig, aber immerhin passt es inhaltlich. Spätestens bei einem Fuß in die Tür kriegen, war's das aber zwischen uns. Weise Athena, ich habe Uzumene für dich besiegt. Vielen Dank, Phoenix. Ohne Uzumene hätte ich uns vielleicht alle vor Typhon retten können. Ich habe erst kürzlich von ein paar Helden gelernt, dass die Dinge nie glatt laufen. Man muss voller Entschlossenheit neue Pläne schmieden. Und das werden wir. Nimm diese Rüstung als Zeichen meines Danks. Sie wird sich als nützlich erweisen, solltest du einer anderen Gorgone begegnen. Vielen Dank. Abgeschlossen, Ort zu Menno. Ah, Wortwitz. Die ist schon cool. Machen wir das auf 4. Ja, weil dann kriegen wir auch die nächste Fähigkeit von der Rüstung. Gesundheit mehr. Ja, der Bruder ist ein bisschen merkwürdig. Der taucht immer nur in ganz komischen Situationen auf und dann ist er auch schnell wieder weg und er weiß immer von allem Bescheid und ist einfach meiner Meinung nach der heftigste. Komischer Kerl einfach.
Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Aphrodite erzählte, dass du Typhons furchtbare Kreaturen vernichtet hast. Schön, dass ihr beiden redet. Sie ist speziell, aber sie ist meine Halbschwester und ich liebe sie. Aber mal unter uns, dieser Mantel, den sie macht, klobig. Oder eher ein Griff ins Klo. Was war denn das? Ein Scherz? Ich bin nicht so lustig. Nein, das stimmt wohl. Ich weiß nicht, ich fand es lustig. Ermutige sie nicht noch. Was darf sein, Phoenix? Guck mal, da ist noch eine Rüstung drin gewesen. Aber das ist egal, ich will jetzt gucken, ob wir die Gorgone da oben töten können. Weil das ist ja eh um die Ecke da, wo wir eh hinwollen. Aber erstmal gehen wir zur roten Markierung. Darüber. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, nicht da unten gelandet. Aber ich will wissen, ob wir die Medusa da jetzt umbringen können. Weil gefunden haben wir sie ja schon, aber beim letzten Mal hieß es so. Oder es hieß gar nichts, wir konnten sie einfach nicht hauen. Die war unhaubar. Die freche Nudel. Ich hätte mal vorher die Ausdauer aufladen müssen, hätte jetzt nicht essen müssen. Aber ich hätte auch Tränke machen können eben. Oder wie ein Dulli gegen den Berg fliegen. Rätsel hatten wir alle gemacht. Ah, jetzt kämpft sie auch. Ah!
mit ihren eigenen Zaubern umgehen. Die von Athena verhasste Medusa war endlich besiegt. Und ihre Geschichte von Steinen und Schlangen endete. Wer sich mit Athena anlegt, wird geköpft. Oder in eine Spinne verwandelt. Oder geht im Sturm unter. Ach, meine Tochter ist so kreativ. Okay, anscheinend gibt es noch irgendwo zwei von diesen Dingern. Von den Kreaturen, von den mythischen. Von dem man dann halt Dings gekriegt hat. Die sind Fragmente und für vier Stück kriegt man. Guck mal, da hängt noch ein Titan dran, oder? Ich glaube, ich muss irgendwie von da darüber. Dass wir irgendwie da sinnvoll ans Festland da drüben kommen. Aber jetzt würde ich schon gerne wissen, wo die anderen beiden mythischen Kreaturen sind, einfach weil ich die Rüstung gerne hätte. Statue bezeichnet. Ich lasse hier gleich mit der Chimäre zusammen drauf. Wir müssen die Goldinsel vor Typhons Umweltbewusstsein schützen. Vor Typhons Umweltbewusstsein. Ja. Weil Lava ist ganz schön schlecht für die Umwelt so auf Dauer. Das ist nur neidisch auf meine Rüstung. Oder sowas. So habe ich mir das nicht vorgestellt, Pferd mit Flügeln. Ich dachte, oh cool, hier ist eine Sackgasse, da ist ein Pony mit Flügeln. Ich dreh die ab jetzt. Ja, nie so richtig. Bin richtig Bäcker. Weil springen konnte ich ja auch nicht. Ich bin einfach abgesprungen. Oh.
Aber schön. War lustig. Danke dafür, Pony. Aber war ein cooles goldenes Pony. So, Style 9 von 10, Flugfähigkeit 0 von 10. Ich glaube, das ist alles nicht der beste Ort, um darüber zu kommen. Nachttruhen, okay. Frieden, Wohlstand, Harmonie und der heutige bla bla bla. Pegasus fliegt wie ein Stein, ja. Nest, eine schöne gute Nacht und viel Spaß heute Abend. Und guten Appetit. Wir versuchen es von hier, oder? Sieht gar nicht so schlecht aus. Na, komm schon. Die ganze Zeit dachte ich, ich würde meine Kinder kennen. Ich wusste gar nichts. Warst du nicht damit beschäftigt, das Universum zu führen? Ich wünschte, so wäre es. Aber nein, meine Beschäftigung war der Spaß auf Kosten anderer. Und jetzt kriege ich die Rechnung. Was ist noch mit dem los? Ich kann jetzt nicht auf einmal Einsicht zeigen.
habe ich die ganze Zeit irgendwelche Ubisoft Connect Belohnungen und Achievements und und. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, dass Zeus uns hier zuhört. Wartet ein Bärchen. Süß. Ich erkunde kurz mal ein bisschen die Insel, ne? Nicht kotzen, Leute. Ja, Ubisoft Coins oder Schiefen sind immer super, weil dann gibt es 20% Rabatt auf Kram, den die verkaufen. Ich wünschte, die hätten noch diesen Yubi Workshop, den sie damals hatten in Kanada, wo man Klamotten kaufen konnte. Das war cool. Hier ist wieder eine Dings, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss damit. Ich kenne nämlich keinen Song. Will ich von Zeus, dem Herrn der Götter, dem Größten, der schenkende Sohn des Kronos, flüstert uns Weisheit. Allsehender, sei gütig. Willst du mit mir anwenden, Prometheus? Es ist ein Zitat. Ganz ruhig. Mavic, Hallöchen! Ich bin super kacke in Lala machen. Schönen guten Morgen, Mavic, wie geht es Ihnen? Haben Sie ausgeschlafen? Ich weiß, ich habe auch schon kleine Lyren gefunden, aber ich kann mir den Song nicht merken. Und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe kein Tagebuch. Als der kalte Wind in Phoenix Ohren pfiff, musterte sie den riesigen Berg. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich bin auch schön Questbereich. Alles. Ich habe nur wenig Nebensachen gemacht, weil ich die irgendwie, die fand ich nicht so wichtig. Die waren jetzt so, diese ganzen Herausforderungen, Kisten sammeln und Truhen looten. Hat einen jetzt auch nicht so den krassen Vorteil gebracht. Ich würde gerne wissen, wo die letzten zwei mythischen Kreaturen sind, die mir noch fehlen. Neben der Harpie und Medusa. Jetzt können wir eigentlich googeln kurz. Wahrscheinlich ist hier noch jemand. Oder waren wir da schon? Ja, Medusa haben wir beim Erkunden gefunden. Und die anderen beiden waren auch irgendwie außerhalb auf Inseln. Hier, hier.
Psst, wie im Internet. Ja, der andere ist da in der Arena, wo ich gerade sagte. Den haben wir nicht gesehen? Och, da waren wir doch auch hier unten. Immer noch sogar das Ding macht. Prozent Quest erledigt. Ja, Quest ist ja nicht gleich hier Sachen looten. Weil die Quest und die Nebenquest, die wir so gekriegt haben, haben wir auch gemacht. Wir waren auch in Hades, Ares ein Töpfchen. Das war auch eine Erfahrung wert. Ja, und so sah Hephaistos aus vorher. Wir schmeißen noch mal. Er war auch so ein Robi. Ah, die Werkstatt und so. Ja, da muss man die ganzen Challenges machen. Und das turnt mich so gar nicht an. Ich finde die Story viel zu schön, anstatt das gerade zu strecken mit den Nebensachen. Aber der Angriffsrang auf 8 mit maximalem Schwert ist super nice. Also Schwert ist, ich weiß nicht, ob... Maggie, auch einen schönen guten Abend. Pegasus fliegt wie ein Stein, ja, das war sehr schön. Einmal Nachteulen incoming hier. Also bist du auf der Arbeit. Was heißt, da ist Pegasus wieder abgestürzt. So ein paar Nebensachen habe ich gemacht, aber ich fühle halt diese Fleißquest nicht. Dass ich überall hin muss und dies und jenes und dies und jenes machen muss. Wie hab ich denn gerade Pause? Wir werden gleich in seinen Mund schießen. Hoffentlich nicht mit dem weißen Pfeil. Mit Proteinen. Hephaistos mag ein sanftes Gemüt haben und nicht gerade kampflustig sein. Aber erinnerst du dich, als er einmal in die Schlacht zog? Ach, die Gigantomachie. Das war gut. Ich werde nie vergessen, wie er flüssiges Eisen, so heiß wie Lava, voll in Mimas Kauleiste warf. Das war der Hammer. Thank you.
Das sieht schon cool aus. So, aber wir wollen da hinten irgendwas Mythisches umbringen. Einfach Lava in den Mund. Nicht so schön. Ich habe auch bei Odyssey das Pegasus mit Horn und Flügeln gehabt. Aber erst vor kurzem heimgekommen. Ich wollte ja morgen auf die Gaming Party in Hamburg, aber ich. Die Götter haben allein habe ich keine Welt zerstört. Ich werde sie erneuern. Neues Spiel, bunte Lava im Mund. Ja, das ist wie in South Park mit die Gittigit-Mäulchen, oder? Die Gittigit-Mäulchen spuckte man sich gegenseitig in den Mund. Um die Windpocken zu kriegen. Und jetzt schüttet man sich gegenseitig Lava in den Mund. Zum Fick. Um kein Corona zu bekommen. Ja, es hieß die Gittigit-Mäulchen, das war bei South Park und da hat man sich dann in den Mund gespuckt, damit die Kinder gegenseitig Windpocken bekommen. Weil das wäre gefährlich. Was ist das denn hier für eine sexy Statue?